guck, morgen Jungs und andere, die besser einen Arzt besuchen sollten. Du bist schwer krank, Kollege. Anyway, genießt das Video und lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert eure Schuhgröße. Aus keinem bestimmten Grund. Gurke! Henry! Jungs, ich bin zurück. Ich habe für heute wieder keinen Plan, aber das brauche ich auch nicht, Digga. Jeder, der jemals einen Plan hatte, jeder, der immer, wenn ich einen Plan hatte, der war scheiße. Hat das Einreise? Mal probieren. Was ist denn scheiß Mal? Oh Gott, das ist einer dieser Server. Alles klar, einen Schlag gab es da schon mal, aber nicht auf mich, ja? Oh, okay, jetzt doch auf mich. Digga, was stimmt mit dir eigentlich nicht, dass du die ganze Zeit Leute schlägst, du Stück Scheiße? Ich kann mich hier reintreten. Ja, es ist mir scheißegal, Digga. Okay, du Wichsnäcke. Okay. Halt die Schnauze. Halt mal dein Maul, Digga. Oh, Alter, was bist denn du für ein Hund? Oh, warum kennt er meinen Namen? Das ist hier ein Crew hier, Digga. Digga, es kann nicht wahr sein. Dann habe ich mir extra die Scheiße jetzt alles runtergeladen. Oh! Yeah, das ist ein richtig guter Server, Leute. Nightlife. Der Server, der euch nicht mal einreisen lässt. Let's go. Deutschland Roleplay. Band clear. Da war ich doch schon mal. Oh, das kann nicht wahr sein, Digga. Es hat gejuckt bis zum geht nicht mehr, ey. Schon wieder das YouTube-Video. Boah, ich stehe sogar in der Küche, die Frau putzt. Die haben alles richtig gemacht. Ah, deutsche LP. Ich bin in der Trolling-Dimension. Ich vergaß. Oh, doch nicht. Ich bin frei von der Trolling-Dimension. Entschuldigung. Ey, Rudolf, der Fat-Nose Reindeer, warte mal ganz kurz. Rennst du erstmal 5 Minuten vor mir weg, um dich am Ende doch umzudrehen? Was willst du denn? Sag doch einfach. Ja, Digga, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du mir irgendwie ein Auto geben kannst oder ein bisschen Geld für ein Auto. Nee, ich hab keins. Dann lass mich wenigstens auf deinem Rücken reiten und flieg mich davon, Digga. Du dämliches fucking Rentier, halt Digga. Dein Maul, du Boss. Ja, ich schreib dir gleich meinen Schwanz auf die Nase, Digga. Entschuldigung, könnten Sie mich ganz kurz wenigstens zum Ding mitfahren? Das hätte fette Ehre, wenn Sie mich zum Würfelpark oder so. Aussteigen, bitte. Also, es hätte echt wirklich große Ehre, wenn Sie mich zu kurz zum Würfelpark. Nein, ich darf das nicht. Steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug aus. Ja, ich weiß schon, dass Sie das nicht dürfen, aber wir alle wissen, dass es auch eventuell Ausnahmen gibt, so ganz kurz, weil ansonsten stecke ich hier wirklich. Steigen fest. Sie bitte alle aus dem Fahrzeug jetzt mal aus. Wow, kein Grund zu wütend zu werden, okay? Erstmal kommen Sie runter, nehmen Sie meinen tiefen Atemzug, ja, und verstehen Sie erstmal, was für eine mickrige Situation das ist, ja? Das ist ja wirklich so schon ein bisschen peinlich, sich so aufzuregen darüber. Okay, interessant. Ein einfaches Nein hätte gereicht. Ich habe 3-mal zu Ihnen gesagt, steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug aus. Ich war mir nicht mal sicher, ob Sie mich hören würden, wissen Sie, weil Sie einfach mich so ein bisschen ignoriert haben. Ich weiß ja nicht. Sie können einfach nicht reden, das tut mir leid. Also ich diagnostiziere Sie als Legastheniker. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Verlassen Sie jetzt bitte das Grundstück. Ja, können Sie mich auch vorne rauslassen, da ist alles zu. Laufen Sie davor und dann rechts nach oben. Können Sie mir das zeigen? Können Sie mich wenigstens dahin bringen so? Sie können auch hier durch den Fahrstuhl. Ach so, echt? Aber ich mag da entlang. Na, haben Sie Pech gehabt. Ja gut, dann Sie auch. Denken Sie eigentlich, wer Sie sind, so dass Sie sich so ausspielen. Sie sind fucking Mediziner. Ich pisse auf Ihren ganzen Kackjob. Oh, so Fresse für so ein Irokesenstück Scheiße wie du. Notaufnahme. Warte, wie kommt man, wie benutzt man das? E, F? Joa. Ist ein geiler Fahrstuhl, Digga. Ja, schön, Sie wieder zurück zu haben. Ich hab Sie vermisst, wissen Sie. Hier unten alleine in so einer Tiefgarage. Kann schon gruselig sein, man hat Angst vor Mördern und so ein Shit. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Ich würde, wie gesagt, einfach gerne rausbegleitet werden, da oben ist zu. Bei dem Fahrstuhl habe ich gerade eben probiert, keine Ahnung, wie der funktioniert. Das ist zu Hightech für mich. Tja, wie gesagt, hier, da rechts nach oben kommen Sie zur Straße. Ich weiß, aber da oben war zu. Nee, ist es nicht. Da oben ist nämlich immer offen. Aber ich habe gerade eben hochgeschaut. Geh halt mit, Digga. Ich schwör bei Gott. Na, dann komme ich einfach mit Ihnen. Dankeschön. Der ist so leicht angepisst. Genau hier war vorhin zu, aber das müssen sie jetzt wahrscheinlich aufgemacht haben. Na gut, dann danke fürs Aufmachen, ne? Wenigstens etwas, was sie in diesem Job erreicht haben, dann, und, ne? Viel Spaß beim Unzufrieden im Leben sein, ne? Ich bin vollstens zufrieden im Gegensatz zu Merkt Ihnen. Merkt man. Also, blaue Haare, wow, holy shit, Digga. Haben sie ein Problem damit, oder? Ehrlich gesagt, ein bisschen, aber das ist ja nicht mein Körper, ne? Ich muss mir ja nicht so mich so selber verunschatteln. Das ist ja nicht ihr Problem. Verlassen Sie jetzt bitte das Grundstück, ansonsten rufe ich die Polizei. Eigentlich wollte ich mich gerade noch mein Geschlecht umwandeln zu Grundstück. Wissen Sie, dass ich auch ein Grundstück bin, wissen Sie? Gehen Sie jetzt bitte. Okay. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Kann man sich eigentlich bewerben? Nein. Warum nicht? Weil Aufnahmestopp ist momentan. Könnte ich Ihren Chef sprechen? Ich bin der Ranghöchste hier. Sie wirken sehr unprofessionell. Ich glaube, Sie lügen mich gerade an und deswegen würde ich gerne mit Ihren Vorgesetzten reden, ja? Sie sind, Es ist gerade keiner weiter da. Sie lügen mich gerade schon wieder an. Also, holy shit. Wollen Sie Ihren Job so schnell verlieren? Sind wir da froh, dass die Bodycam läuft. Dürfen Mediziner überhaupt eine Bodycam tragen? Aber selbstverständlich dürfen Mediziner eine Bodycam tragen. Ich glaube irgendwie nur ein Police Officer. Ich glaube, Sie liegen da irgendwie ein bisschen falsch. Ich glaube nicht. So, ich glaube, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Ansonsten, JJ. Ja, komm, jetzt holst du endlich den Vorgesetzten. Garage. Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht, als wir mit Ihren Vorgesetzten reden. Ich bin sein Vorgesetzter, wenn Sie mal einer fragen sollte. Aber ja, ist klar. Ich weiß, Komplexe und so alles. Man möchte sich immer größer fühlen als der Chef, aber Sie sind nicht der Chef. Es tut mir leid. Ah, da ist er. Entschuldigung, könnten Sie mal eventuell endlich Ihren Unterrangigen mal ein bisschen zurechtweisen? Der lügt mich an, lässt mich nicht raus, verarscht mich, beleidigt auch noch ein bisschen meine Intelligenz. Also, wenn Sie ihn kurz zurechtweisen könnten, wäre ich wirklich in dankbar. Welcher Form beleidige ich Ihre Intelligenz? Das wollte ich jetzt auch gerne wissen. Er hat mich zuvor eigentlich dumm genannt, aber mal wir lassen.
vergessen das mal. Cheche, sagst du mal bitte, was ich für einen Rang habe? Warte, da müsste ich selber erstmal kurz nachschauen. Auf jeden Fall, du bist höherrangiger als ich. Ja, das merke ich auch, je mehr ich mit denen rede. So. Das ist schon ein Kunstwerk, niedriger vom Rang zu sein als dieser Mann hier. Ich meine, er hat blaue Haare. Welcher Chef würde sowas wirklich eigentlich befördern, Digga? Mein Vorgesetzter hat grüne Haare, wenn sie das mal wissen wollen. Oh, grüne Haare. Oh, was seid ihr denn? Er ist stellvertretender Chefarzt. Ah, stellvertretend. Er hat mir gesagt, er ist der höchste Rang, wissen Sie? Ich sag's Ihnen jetzt nochmal. Verlassen Sie jetzt bitte das Grundstück. Solange Sie Ihren Ego-Komplex selber unter Kontrolle behalten können, dann freut's mich doch, Digga. Dann einmal noch Ihren Namen für den nicht stellvertretenden Chefarzt, wissen Sie? Dienstnummer 05. 05, alles klar. Es gibt eine fette Beschwerde. Viel Erfolg bei der Beschwerde. Ey, übrigens, könnten Sie mich oben rauslassen, um es zu... Nee, es ist offen. Wir haben hier tatsächlich keine Schlösser. Wie gesagt, davor war aber zu. Nee, wie gesagt, hier einfach den Gang entlang und dann rechts hoch. Da müsste dann offen sein, auf jeden Fall. Alles klar, alles klar. Dankeschön. Diesen Dude habe ich jetzt ziemlich lange bearbeitet. Der ist so kurz vor der Reißleine. So, ich wollte ja eigentlich jetzt raus, aber da oben ist immer noch zu. Ich weiß actually eigentlich wirklich nicht, was da abgeht. Sie wollen bloß mit irgendjemandem mitfahren. Das ist mir jetzt auch wieder Wörter in den Mund legen und als Chefarzt verbiete ich mir doch sowas. Dankeschön. Schönen Tag noch. Stellvertretender Chefarzt, tut mir leid. Ah, dankeschön. So, jetzt ist auf. Danke. Ja, das ist ganz komisch. Bei mir ist das eigentlich noch zu. Wir sind gerade ein bisschen eventuell durch das Tor gefahren. Aber dankeschön, ja? Ich darf gerne, gerne. Weißt du, mir kam so eine spontane Idee, mich umzuziehen, andere Friese, andere Klamotten und dann eventuell ein bisschen kleinen Besuch wieder abzustatten bei demselben Dude. Ja, ich glaube, sowas wird funktionieren. I want to get away. I wanna find a way. So, umziehen. Kleidung. Okay, ich muss eigentlich voll professionell aussehen, irgendwie. Ja, genau sowas. Outfit. Ernst ist heute 4 Jahre alt. Schöner Name. Ey, Jungs, ich habe mich auch übrigens mal gefragt, ob ich mal wieder ein Video auf Majestic oder so auf dem Rachel P Server nehmen soll. Schreibt's mal in die Kommentare unten, ob ja oder nein. Neue Friese, neues Glück, ne? Gib mir diese Friese. Okay, geben wir zu. Wäre der Fukuhila nicht meine Friese geworden, wär's das da. Sogar die Haarfarbe ein bisschen ändern zu braun. Braun, so richtig ernst, Digga. Ich erkenne mich gar nicht. Hä? Lass mich mal hier ja drücken, ja. Du hast nicht genug Geld. Ich kann das nicht mit der Bankkarte bezahlen. Und wo ist mein T-Shirt hin? I want to get away. Ich will mal 20.000 mitnehmen. Ich bin fucking reich. Gespeicherte Outfits. So, danke schön. Ey, ich finde, Mallorca ist ziemlich fresh und so. Haare wie Jacke. Das ist meine Worte. I need to go back zu diesem stellvertretenden Chef-Arsch. Ah, scheiße. Guten Tag. Da die Herrschaft nochmal mit, kann man. Und ich mit euch? Nein. Wieso nicht da? Sie müssen da bleiben. Ah, Sie reden. Oh, sorry. Sie müssen da bleiben. Sie werden mich niemals lieber kriegen. Ich bin versteckt und undercover. Staff-Operation. Einmal dein Maul. Station 1 oder Heli? Einmal die Fresse. Oh. Nein, ich will ja noch länger sein. Ich muss noch zum Chefarzt. Die können mir sowas nicht antun. Der eine hat gerade eben. Habt ihr die Blitze gesehen? Wisst ihr, was das war? Das war der Admin. Der hat sich zum Admin gemacht. RP, aber in Deutschland. Ich schwöre, ich verliere jegliche Brain Cells, je öfter ich mir das anhöre. Mich wundert es nicht, warum jeder auf diesem Staat so fucking dämlich ist. Hä? Hier war doch vorhin noch alles drin. Okay, ich fühle mich irgendwie nicht mehr gar nicht so sicher. Raus hier. Hier ist zu. Okay. Warum sehe ich hier nichts und kann gar nichts machen? Es ist ja unglaublich, wie alles buggt. Oh, ich weiß, was da ist. Stephen Hawking RP. Satisfaction. Fuck it. Ich geh ab sofort mit dem Rollstuhl rüber. Ihr Hunde. Bewohner Risky Wisky wurde verwarnt aufgrund von Pferd mit 4 Platten Reifen weiter. Alarm. Was soll ich sagen? Ich hab nicht mal 4 Reifen. Das sind 2 Reifer. Schönen guten Tag. Ich sitze jetzt hinten drinnen. Die sehen mir nicht aus, als wären sie kleinwüchsig. Fette Tunte. Entschuldigung. Ah! Schönen guten Tag. Haben Sie Kleinwüchsige gesehen? Bitte schlagen Sie nicht Mr. Hawking. Sören, hören Sie mich? Sören, Sie antworten mir nicht. Okay, Sören. Ich weiß nicht, ob Sie mich nicht hören oder mir nicht einfach nicht antworten wollen. Oh. Schönen guten Tag. Haben Sie Kleinwüchsige gesehen? Ich glaube, ich höre die nicht und die hören mich nicht. Jetzt verstehe ich. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo, schön. Ich suche nach Kleinwüchsigen. Okay. Haben Sie Kleinwüchsige? Leider nicht. Ich will Sie nackt vor einer Tafel. Schönen guten Tag. Ja. Ich suche Kleinwüchsige. Was denn jetzt? Haben Sie Kleinwüchsige? Nee. Sind Sie kleinwüchsig? Nee. Wollen Sie sicher gehen? Ja. Stellen Sie sich nackt vor eine Tafel und lösen Sie diese schwere mathematischen Aufgaben. Rette mich bitte. Ich werde zu Unrecht festgehalten. Meinst du die Glatze da? Ja, bitte das heißt ihr lassen. Achso, nein, keine Sorge, ich befreie ihn nicht. Aber was ist eine Sache? Das wissen Sie bitte. Meine Kollegin hinten machen, er hat berechnet, kann das also sagen. Das heißt, Sie wissen nicht mal, weshalb Sie diesen Mann da hinten festnehmen müssen. Ja, so sieht's aus. Danke, Herr Anwalt. Das ist übrigens mein Anwalt, Herr Polizist. Das ist mein Anwalt. Ja, eben. Wenn Sie nicht wollen, dass ich auf ihn mit meinen Haaren schreibe, dann sollten Sie aufhören, diesen Mann hier festzuhalten. Der hat nichts gemacht. Ich erkläre mal ganz kurz die Sachlage. Wir haben
in unseren Traum. Auch wenn ich Stephen Hawking für kurze Zeit war, das war zu robotermäßig für mich. Ich habe protestiert mit meinem Kollegen und jetzt werden wir hier festgehalten gegen unseren Willen, obwohl wir protestiert haben, es angemeldet war. Zudem wurde ich ohne Grund von den Polizisten angeschossen und Blut erströmt angeschossen, meine Reifen wurden angeschossen. Ja, alles was ich anbieten kann, ist diesen Polizist nackt vor eine Tafel zu stellen und schwere Matheaufgaben lösen zu lassen. Ja, finde ich auch gut. Gib ihm diesen Teddy und dann lassen Sie den Mann gehen. Ich gebe Ihnen diesen Teddy. Bitte verlassen Sie jetzt einfach mal das Bild. Machen Sie mit der Glatze, was Sie wollen, sowieso ein Skinhead. Einfach ein Traktor. Die Bauernproteste müssen weitergehen. Aus dem Weg, ich muss protestieren. Reparieren. Let's go! Ich muss nur kurz hier noch einmal machen. Ah! Es repariert doppelt und dreifach. Sir, wofür war das jetzt? Wie bitte? Du fettes Stück Scheiße, runter raus da! Digga, du dreckiger ADAC-ler! Ich schwöre bei Gott, dein Job ist es, ihn keine zu erbringen. Goddammit, kauf die verdammten Kopfhörer! Wie kann man so scheiß arm sein? Pissnäcke! Raus! Halt dein scheiß Maul, Digga, du niemand, Alter! Leck meine Klöten, Digga! Ich ADAC-Auto. Klaut dir mal mit ADAC-Auto, du klickst mit dem Digga! Komm jetzt! Sir, ich fahr 10 km/h! Scheiß ADAC-ler hat meinen fucking Traktor wieder kaputt gemacht, Digga! Wofür hab ich die Reparaturkasten gekauft? Du Stück Scheiße, Digga! Hast du schon mal das versucht, deinen Kollegen zu erwähnen? Hä? Hä, du kleinen Pissnäcke? Du hast mir den ganzen Plan so wichtig gemacht, zu protestieren, du Stück Scheiße! Hören Sie auf damit! Aussteigen! Ja, funktioniert grad nicht! Aussteigen! Wollen Sie mit einsteigen? Aussteigen jetzt! Einsteigen jetzt! Sind Sie dummes Stück, eher! Zum Würfelpack, ganz schnell! Die Karre ist kacke! Ey, ey! Falsche Seite, Digga! Falsche Seite, du Scheißliemann! Leck meine Klöten! Kack ADAC, Digga! So ein Wichser, Alter! So, wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht vergessen, gerne ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin eure Handy Gurke, ich küsse eure Augen, ja, und eure Brauen und eure Augenbrauen. Und ansonsten wäre ich raus, ne, man sieht sich. Adios, ciao, ciao.